Eine Reise, die über Worte hinausgeht, die Wahrheit sehen. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Joshua. Ich komme heute, um mit euch noch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Eines der Dinge, die du möglicherweise in dieser vergangenen Woche erfahren hast, ist Verwirrung. Vielleicht bist du zum ersten Mal direkt dem Gedanken begegnet, dass Gott wirklich in deinem Geist ist. Gott ist allerdings in deinem Geist. Das passt zu dem, was ich dir vorher sagte, dass du Gott bist. Noch einmal, alles, was du siehst, alles, was du erfährst, ist eine Schöpfung deines Selbstes. Wenn Gott in deinem Geist ist und wenn du Gott bist, ist alles, was du siehst und erfährst, ebenso eine Schöpfung Gottes. Dieses muss so sein, weil Gott alles ist, was existiert. Gott hat keinen Gegenpol. Es kann keinen Gegenpol zu Gott geben. Es kann keinen Konflikt innerhalb Gottes geben. Und ich sage dir, es kann keinen Konflikt in dir geben. Dieses ist so, weil du wirklich Gott bist und Gott in deinem Geist ist. Du kannst dir viele Dinge vorstellen, weil du die Macht der Vorstellung besitzt. Du kannst dir sogar etwas vorstellen, was ein Konflikt zu sein scheint. Du kannst dir vorstellen, dass du aufgeregt bist. Du kannst dir vorstellen, dass du wütend bist, während du es in Wahrheit nicht bist und nicht sein kannst. Als du sagtest, vor allem will ich die Dinge anders sehen, Lektion 28, war die Erfahrung dieser Worte nur die Erkenntnis der Wahrheit in dir selbst. Die Erkenntnis dessen, was ich gerade sagte. In allem, was du erfährst, ist Gott. In allem, was du siehst, liegt die Erfahrung deines Einsseins mit Gott. Wenn du die Dinge anders siehst, ist es das, was du sehen und das, was du erfahren wirst. Je nachdem, wie wenig dir bewusst ist, dass das, was du erfährst, immer aus deinem Einssein mit Gott, aus deinem Einssein mit allen Dingen herrührt, erfährst du eine Illusion. Die Erfahrung muss außerdem ein Produkt deiner Gedanken sein, deshalb hat sie keine Bedeutung. Des Weiteren existiert sie noch nicht einmal wirklich. Höre mir sehr genau zu. Diese Aussage wird wieder und wieder gemacht werden. Sogar das, was du als dein Selbst wahrnimmst, ist eine Illusion. Wenn du diese Worte hörst, erlaube dir zu erfahren, was du möchtest. Aber gestatte dir, etwas zu erfahren. Weil es, wie wir sagten, bei einem Kurs in Wundern nicht um das Lernen von akademischen, abstrakten Gedankenmustern geht. Es ist ein Kurs im Erfahren der Wahrheit dessen, was du bist. Und das ist die Wahrheit dessen, was Gott ist, welche die Wahrheit des ganzen Universums ist. Und diese Wahrheit wirst du nicht in deinem Denken finden, sondern in dem, was du erfährst. Wenn ich darum mit dir spreche und sage, deine Vorstellung, dein Konzept darüber, was du bist, existiert nicht wirklich, erlaube dir, etwas zu fühlen. Denn das Gefühl hinter den Gedanken, hinter den Worten ist es, das die Wirklichkeit berührt. Wenn du diese Worte hörst, die aussagen, dass deine Gedanken, in Klammern darüber, was du bist, Klammer zu, bedeutungslos sind, wenn du dann beginnen kannst, wenigstens eine Andeutung von Frieden zu fühlen oder von Befreiung oder Freiheit, dann, sage ich dir, bist du 1000 Jahre fortgeschritten im Erfahren der Wahrheit dessen, was du bist. Wenn du solchen Frieden nicht fühlst, sei nicht verärgert. Du kannst nicht scheitern. Du kannst dich in dieser Suche nicht irren. Du kannst Seitenwege nehmen. Du kannst Ablenkungen wählen, aber du kannst nicht scheitern. Diskreditiere dich niemals. Akzeptiere dich immer genau da, wo du bist. Erkenne, dass das, was du bist, nicht in deinem Denken liegt, sondern in dem, was du erfährst. Eine der Lektionen sagte, meine Heiligkeit umfasst alles, was ich sehe.
Lektion 36. Du bist heilig, weil Gott in deinem Geist ist. Alles, was du erfährst, ist ein Produkt deiner eigenen Heiligkeit, deiner eigenen Göttlichkeit. So ist die Kraft, die dir von Gott gegeben ist, gleichgültig, was du erfährst. Es ist, was du zu erfahren wähltest. Und nichts, nicht einmal Gott selber, kann das von dir wegnehmen. Du hast die Kraft, alles zu fühlen und zu erfahren, was du wünschst. Du hast die vollkommene Kontrolle darüber. Genauso wie Gott eine Welt erschafft und Wesen innerhalb der Welt, so erschaffen wir und du unsere eigenen Welten. Deine Welt ist das, was du erfährst, was du fühlst. Es kann nicht anders sein. Du bist in der Tat der Gott deiner eigenen Erfahrung, der Gott deines eigenen Universums. Alles, was du erfährst, ist ein Produkt deiner eigenen Göttlichkeit, deiner eigenen Heiligkeit. Du kannst dir sogar vorstellen, dass du Dinge erfährst, die nicht wahr sind und die letztendlich nicht existieren. Denn du hast die Kraft, dir so etwas vorzustellen und zu glauben, dass es Wirklichkeit ist. Nichts kann das von dir entfernen. So ist deine Heiligkeit, so ist deine Kraft als Sohn Gottes. Die andere Seite ist die, dass du die vollkommene Macht über deine Gefühle hast. Eine der Lektionen sagte, ich könnte stattdessen Frieden sehen, Lektion 34. Nichts könnte wahrer sein. Ich kann nicht genug betonen, dass du in deiner Heiligkeit allein aus dir heraus auswählst, das zu erfahren, was du dir wünschst. Sei jetzt wieder sehr wachsam und höre mir aufmerksam zu. Wenn du Schmerz erfährst, geschieht dies, weil du ihn wähltest und dich daran erfreutest. Wenn du Ärger oder Frustration oder Traurigkeit erfährst, ist es nur, weil du es als der Gott deines eigenen Seins gewählt und erschaffen hast. Wenn du Frieden wählst, ist es ebenso, weil du ihn gewählt und ihn erschaffen hast. Ich sage es wieder und kann es nicht oft genug wiederholen. Was die Abwesenheit von Frieden verursacht, was verursacht, dass du dich aufzuregen scheinst, was die Illusion von Trennung verursacht, sind immer deine Gedanken. Deine Gedanken sind deine Reaktionen, deine Interpretationen, die auf deinem Glauben an Zeit und Raum und Materie basieren, die sich auf deine Vorstellung, dass sie wirklich seien, gründen. Immer sind es deine Gedanken. Eine der vorigen Lektionen sagte, dass du nicht verstehst, wozu irgendetwas dient. In Lektion 7. Siehst du das jetzt? Das Ziel der Lektion war, dir zu ermöglichen, dich jeder gegenwärtigen Erfahrung zu öffnen, ohne die Interpretation, ohne die Beurteilung, ohne das Durcheinander deiner Gedanken. So wirst du Frieden und Freiheit finden. Alles, was du die Vergangenheit nennst, alle deine Erinnerungen, besteht aus Gedanken. Darum werden wir den heiligen Augenblick oft betonen, der völlig frei von Vergangenheit ist, frei von Konzepten und von Gedanken, frei von Interpretationen und von Wünschen, frei von allen Dingen, die dir Schmerz bereiten. Ebenso ist der heilige Augenblick frei von allem, was Schuld und Mangel an Freiheit verursacht. Wenn du wirklich Gott bist und deine Heiligkeit alles umfasst, was du siehst, wie ist es dann möglich, dass ihr alle die gleiche Welt zu sehen scheint? Höre mir genau zu. Ihr seht sie nicht gleich. Es gibt die gewöhnlichen Dinge, die ihr gemeinsam zu erfahren scheint, wie der Schneefall, den Regen, den Wind. Aber ich sage dir, sogar eine Schneeflocke, der Regen, der Wind, Ereignisse, die zwei von euch zur gleichen Zeit zu beobachten scheinen, sind wahrhaft unterschiedliche Ereignisse für jeden von euch. In jeder Lage erfährst du ausschließlich das, was dein eigener Geist schuf.
Die Tatsache, dass zwei von euch oder mehr oder die Bewohner einer ganzen Stadt zur gleichen Zeit die gemeinsamen Dinge zu erfahren scheinen, ist lediglich eine Demonstration des Fakts, dass alle Geister verbunden sind. Nicht nur verbunden, sondern eins. Wenn du denkst, dass du eine Schneeflocke siehst, hat die ganze Menschheit Teil an dieser Erfahrung. Jetzt sei wieder besonders wachsam. Der Hauptzweck dieser Welt ist Vergebung. In deiner Vergebung wirst du frei. Du befreist die Welt mit dir. In deiner Wirklichkeit, in deiner Schau, in deinem wahren Sehen wirst du wissen, dass die Schneeflocke, der Regen, der Wind und selbst dein Körper nur eine Illusion ist. Dann wirst du wählen, in deiner Heiligkeit durch die Illusion nicht beeinflusst zu werden. Das ist, was ich demonstrierte, als ich Dinge tat, wie auf dem Wasser zu gehen. Wenn du eine Schneeflocke siehst, erfährt das die ganze Menschheit mit dir. Aber wichtiger, wenn du wählst, durch die Illusion nicht beeinflusst zu werden, ist die ganze Menschheit Teil der Freiheit, die du erfährst. Wenn du der Illusion vergibst, wenn du dich von ihr befreist, bist du wahrhaft zum Erlöser des Sohnes Gottes geworden. Wie ich in diesem Kurs sage, bist du ein Erlöser. In Klammern 8. Dein Bruder ist allerdings auch ein Erlöser. Er ist dein Erlöser, denn in deiner Vergebung für ihn findest du deine Vergebung für dich selbst. Erinnere dich. Vergebung ist die Bewusstheit, dass deine Gedanken, deine Interpretationen wirklich keine Bedeutung haben und letztendlich nicht existieren. Das gilt für jede Art von Verhalten, das du zu erfahren wählst. Das, was du gut nennen kannst, das, was du schlecht nennen kannst, es gilt für jede Erfahrung mit dem, was du Körper nennst. Von Krankheit zu Gesundheit, von Schneestürmen bis zum Gehen auf dem Wasser. Wenn du in deiner Heiligkeit mit echter Wahrnehmung die Erkenntnis erfährst, dass deines Bruders Gedanken in der Tat nur Gedanken sind, die keine Bedeutung haben, befreist du ihn, weil deine Erfahrung Teil seiner eigenen ist. Aber du befreist dich auch selbst, weil seine Erfahrung Teil der deinen ist. Deine innere Welt und deine äußere Welt sind gleich. Wie du oft im Text liest, kann eine Idee oder einer deiner Gedanken seine Quelle nicht verlassen, in Klammer 9. Alles, was du innerhalb deines eigenen Bewusstseins erschaffst, wird für dich auf dieser Erde eine Gedankenform, eine Idee. Diese Gedanken, diese Ideen sind die Grundmauern der Welt, die du siehst. Was draußen in deiner äußeren Welt zu sein scheint, kann nicht unabhängig von dem Gedanken existieren, der ihn gebar. Die Wirkung des Gedankens ist es, die du zu erfahren scheinst. Die Ursache ist immer die Vorstellung, der Gedanke, die Erfahrung, die ihn gebar. Was da draußen zu sein scheint, kann nicht existieren ohne den Gedanken, die Vorstellung, die Erfahrung, die in deinem Selbst gegenwärtig ist. Deshalb sind deine Gedanken die Schöpfer deiner Außenwelt. Sie repräsentieren daher deine Außenwelt und sind deine Außenwelt selbst. Wenn du etwas im Außen siehst, ist es nicht draußen. Nichts kann außerhalb deiner selbst sein. Wir sagen, suche nicht außerhalb von dir, in Klammern 10, denn da ist nichts. Wenn du sagst, meine Heiligkeit umfasst alles, was ich sehe, Lektion 36, erkenne in deiner Göttlichkeit das, was du erfährst, das, was du denkst, deine Ideen, die Schöpfer dessen sind, was deine Außenwelt zu sein scheint. Aber es gibt keinen Unterschied, keine Trennung zwischen beidem. Es ist nicht möglich, dass du etwas erfährst, getrennt von den Vorstellungen, getrennt von der Erfahrung innerhalb deines Geistes. Wenn irgendetwas davon,
was du in der Außenwelt zu erfahren scheinst, dir nicht gefällt, musst du nach innen sehen, um es zu entdecken und zu verändern. Nach außen zu sehen, zu glauben, dass da draußen etwas ist, heißt zu glauben, dass das, was du siehst, von der Vorstellung, die es erschaffen hat, getrennt werden kann. Ich sage dir, das ist absolut unmöglich. Sieh niemals außerhalb deiner selbst. Wenn du das tun könntest, dann könnte das Einssein, die Vereinigung, die Gott ist, nicht existieren. Das würde andeuten, dass Dinge existieren könnten, die getrennt von Gott selbst sind. Daher würde es innerhalb der Welt Dualität geben. Darum könnte es innerhalb des Universums Konflikte geben. In der Anwesenheit von Konflikten könnte es keinen Frieden geben. Doch die Natur Gottes ist Einssein und Einheit. Die Abwesenheit von Konflikt und die absolute Gegenwart von Frieden. Nimm also diese Vorstellung, die ich dir vermittle, und erlaube dir selbst, so viel wie du magst, von ihrer Wahrheit zu fühlen. Mache dir im Moment nicht übermäßig viele Gedanken darüber, was du fühlen wirst. Erinnere dich daran, dass das Ziel dieses Kurses in deiner Erfahrung und in deinen Gefühlen liegt, hinter den Vorstellungen und den Worten, die wir benutzen. Erinnere dich noch einmal mit Frieden und großer Freude, deine Heiligkeit umfasst alles, was du siehst. Du bist der Gott deines eigenen Universums und bist eins mit dem Gott von allem, eins mit mir, eins mit allen Wesen, eins mit dem Gott, der uns erschaffen hat wie sich selbst. Nichts als das, was du gewählt hast, als das, was du geschätzt hast, kann in deinem Leben sein. In deinem Wissen um diese Wahrheit wirst du frei sein. Seid alle gesegnet, das ist alles.